Ja, hallo, hier ist Frank. Ich wollte mal was auspacken. Ich habe mir so eine Fliegermütze bestellt. Die kam in so einen schicken Umkarton noch mit, extra. Ich will kurz mit euch auspacken. Ja, wenn man die nicht braucht, kann man die einfach dann so in den Schrank hängen. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass das so eine schöne Geschenke. Beutelkarte mit drin ist, also Beutel, keine Karte im Beutel, mit Schleifchen, die man ja so auch, kann man ja so aufmachen. Ja. Ich weiß nicht, zu Geburtstag ist das richtig klasse oder zu Weihnachten oder wie auch immer. Ja. Als erstes, was ich hier noch habe, ist noch mit so ein kleiner Mundschutz, der ist auch nochmal separat so eingepackt. Was sehen wir hier nochmal? Den kann man dann sozusagen dran machen. An der Seite finden sich hier Druckknöpfe, jeweils zwei Stück. Dann kann man dann auch einzeln nochmal drum machen. Ja, hier ist die gute Mütze. Ich muss sagen, das ist kein richtiges Fell, das ist Kunstfell. Ja, für den Kopfumfang steht ja bis 60 Zentimeter. Ja. So, von der Qualität her muss ich sagen, ist es richtig gut verarbeitet. Sind jetzt auch hier keine Fäden oder sowas ähnliches, was jetzt rausguckt. Ja, dann kann man die immer hier hochklappen. Dann kann man die oben zumachen. Halt, wie gesagt, offen lassen. Also die sind ja richtig modern in letzter Zeit. Also ja, ich fand die einfach toll, weil ich ja eh schön anders da bin. Ich setze mal kurz auf. Also angenehmes Tragen, muss ich sagen. Ja. Sieht man die nochmal? Ja, und wenn es dann wirklich richtig eisig werden sollte, so an der Seite sind wie gesagt die Druckknöpfe. Und da kann man das hier, den Mundschutz sozusagen noch. Dran machen. Ja. Ich mach mal kurz einen Cut und setze die mal kurz auf. Sehen. Ich hoffe, ihr erkennt was, dass es richtig halte. Ich mache das Mikro jetzt ein Stück weiter höher, damit er mich auch hört. Ja, also bequem ist er, muss ich sagen. Hat jetzt auch Platz auf dem Kopf. Moment. Es klappert ein bisschen, das ist das Mikro. Ach, wird er nicht vorbereitet hier. Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Das sieht man noch mal einigermaßen. Ich hoffe es einfach mal, dass man was sieht. Ja, so bequem ist es, sitzt doch locker. Ist jetzt auch nicht so enger oder so. Ja. An sich ist kein schlechtes Teil, finde ich. Also ich schwitze auch schon in der kurzen Zeit drin, also würde ich mal denken, dass es auch ziemlich schön warm hält. Ja, das war in der kurzen Zeit so angenehm. Es ist kuschelig warm drunter. Ja, das war es heute von mir. Ich hoffe, man erkennt ja nochmal sowas. Einigermaßen den Link packe ich dann wieder unten in die Beschreibung rein.
sieht man das dann nochmal alles. Ja, das war's halt für mich. Ciao.